Ja, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Lost Horizon. Ja, wir stehen hier immer noch am Fuße des Klosters und ich bin kein bisschen schlauer als vorher. Ich habe hier immer noch dasselbe Zeug in meiner Tasche, denselben Crap. Und irgendwie fällt mir nichts ein, was ich irgendwie kombinieren könnte. Also, nochmal alles Revue passieren lassen. Ich habe das Öl, ich habe das Natron. Ich habe die Holzbohlen, die ich irgendwie zusammenbinden muss. Wahrscheinlich, dass ich da oben über diese Brücke komme. Ich habe die Wegweisschilder, womit ich auch noch nicht weiß, was ich machen soll. Den Hering hätte ich. Vielleicht kann man den in den Hebel stecken. Nö. Gut, oder den Hebel ölen. Ey, scheiße, Leute, ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Vielleicht festkleben. Nee. Hier hilft nur rumprobieren. Aber irgendwie hatten wir das letzte Mal schon ziemlich viel probiert. Vielleicht das Motoröl auf die Plattform. Nee, ach Gott, Kinder. Mit den Reifenspuren, die sind doch auch nicht umsonst hier. Guck mal, die fahren mit dem LKW da ran. Die stammen von den LKW aus dem Lager. Da man nicht näher ans Kloster fahren kann, müssen die Deutschen ihr Material hier umladen und per Lift nach oben transportieren. Ja, soweit waren wir doch schon die ganze Zeit. Vielleicht die Wegweiser da oben. Oder kann ich der Kim irgendwas in die Hand drücken? Ne. Oder? Moment mal. Ging das eben mit dem Öl? Ne. Scheiße. Den Lift festkleben. Boah, Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Kleber in den Motor, Öl in den Motor. Das geht alles überhaupt nicht. Ich habe echt überhaupt keinen Plan. Vielleicht nochmal am Hebel ziehen? Der Lastenkorb ist leer. Also kann ich mir die Mühe sparen, die Plattform nach oben zu pumpen. Okay, da macht er gar nichts mehr. Ich glaube, hier unten haben wir wirklich alles probiert. Natron in die Reifenspuren. Ey, ich habe hier wirklich alles durch. Vielleicht die LKWs festkleben. Nee. Also, ich gehe nochmal hoch, weil hier ist echt, ja... Hier ist aus meiner Sicht nichts mehr zu gewinnen, ne? Kein Land in Sicht. Ja, mit den Granaten, das ist irgendwie alles auch so ein bisschen... Überall an der Brücke hängen mit Giftgas gefüllte Granaten. Ja, so weit, ne? Waren wir das letzte Mal ja auch schon. Mir fehlt da irgendwie die zündende Idee. Also der zündende Funke des Wissens fehlt mir. Ja, festkleben oder wie? Natron in die Granaten. Nee, das geht. Also irgendwas übersehe ich hier. So, ich drücke jetzt einfach nochmal Space und werde hier mit Infos überflutet werden jetzt wieder. Ja, da hinten kommen wir noch überhaupt nicht hin. An die Stolpertrete, ey. Oh Gott. Leute, mir fällt da absolut nichts ein, was ich machen kann. Wir haben das Vogelnest, können wir da nochmal gucken? Zum Glück ist der Vogel, der dieses Nest gebaut hat, nicht zu sehen. Nee, das hatten wir ja auch alles schon. Natron ins Vogelnest, Öl ins Vogelnest. Ach, was ein Mist hier. Können wir den Deutschen da hinten noch irgendwas machen? Nö. Die Schlucht, die Drachenklaue. Abfluss hat man noch nicht. Das ist neu. Dort in der Mitte ist ein Spalt, durch den Regen oder Schmelzwasser von der Brücke abfließen kann. Moment, können wir da die Holz... Jetzt haben wir nicht, wir können die Holzbretter da reinstecken. Ja, bis dahin sollten die Bohlen... Nein! Reichen. Ich leg eine mal hier auf den Boden und stecke sie dort drüben in den Abflussschlitz der Brücke. Ja, dann steck du mal, du alter Stecker. Okay? Und die dann hier drüben in die Drachenklaue. Ach, so einfach kann sein. Perfekt. Nein. Jetzt kann ich die andere Seite erreichen. Oh, und ich quäle mich hier stundenlang rum. Oh Mann, ey. Alles klar. Doch, wir sind jetzt endlich drüben. Dann kann ich mir das mal angucken hier. Dort wurde eine Drachenfigur aus der Felswand gehauen. Gut, soweit waren wir ja auch schon. Die Gebetsmühle nehmen wir mal mit. Oder sollte ich sie mir erstmal angucken? Sie lässt sich nicht mehr drehen. Ah, okay. Ist vielleicht verklemmt oder eingefroren, aber komisch. Ja. Das Metall fühlt sich irgendwie sonderbar an. Die Gebetsmühle ist handwarm, so als wäre darin irgendeine Wärmequelle.
Eine Wärmequelle, da können wir noch mal ein bisschen Öl hier ins Feuer gießen. Nee, doch nicht. Scheiße. Was hätten wir denn sonst noch? Natron. Nee, komm. Und hier fehlt das Ding. Kommen wir da eigentlich schon rein? Nee, wird zu sein, ne? Ja, Logo, Logo, Logo. Ohne Gebetsmühle ist sie da, bewegt sich keinen Millimeter. Ja, genau. Und hier war noch eine Fuge. Ein dünner, gerader Spalt. Hm. Irgendwie zu gerade, um natürlichen Ursprungs zu sein. Da fasst das Batschehändchen mal. Ich bekomme nicht mal die Fingerspitzen dazwischen. Der Spalt ist viel zu eng. Wenn ich aber hier gegen die Wand klopfe... Ja? Oh! Klingt es dahinter hohl. Ja, dann nimm doch mal hier den Hering. Die Spitze des Herings eignet sich vielleicht als Keil. Ich versuche mal damit, den Spalt zu vergrößern oder den Hohlraum zu öffnen. Ja, auch rein das Ding, du. Komm. Fenton bei der Arbeit. Sieh an. Guck an. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein Holzrad. Es bewegt sich kaum. Oh. Ich kann auch nirgends vernünftig zufassen, um mit aller Kraft zu ziehen oder zu drücken. Dann gucke ich es mir erstmal genauer an. Das Holzrad ist auf einer Achse gelagert und mit einer Seilwinde verbunden. Außerdem befindet sich eine längliche Vertiefung im Rad. Eine längliche Vertiefung im Rad. Könnten wir da die Wegweisschilder reinstecken? Oh. Hm. Vielleicht passt eins der Schilder in die Vertiefung auf dem Holzrad. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Perfekt. Hui. Die Spitze des Schildes passt genau. Es sitzt jetzt sogar ziemlich fest und gibt einen handlichen Griff ab. Oh, das ist super, dann drück mal. Könnte funktionieren. Mit dem fest in der Vertiefung steckenden Holzschild habe ich nun einen stabilen Griff. Oh Leute, so einfach kann manchmal die Lösung sein. Ey, hier diesen blöden Abfluss habe ich überhaupt nicht gesehen. Da waren mir einfach zu viele Infos auf dem Bildschirm. Ein Stück konnte ich das Rad schon drehen. Jetzt ist das Holzschild allerdings so weit hinter der unteren Abdeckung verschwunden, dass ich nicht weitermachen kann. Oh, Fenton, wir haben da noch ein paar Holzschilder. Komm, steck noch mal eins rein. Ich stecke auch in diese Vertiefung ein Holzschild. Alter Stecker. Ja, und Kim langweilt sich hier. So, und es geht weiter. Es wird weiter gedreht. So, wie viele Schilder haben wir noch? Zwei Stück, ne? Ah, zum Glück sagt er dasselbe jetzt nicht nochmal. Und ein weiterer Griff wird platziert. Ah, platzier du mal. Alter Platzierer. So, da ist das Ding doch gleich oben. Eigentlich können wir da jetzt schon durchgehen, oder? Na komm, wir müssen ja unser Inventar mal herbekommen. So, das ist das letzte Schild. Und auf mit der Tür. Komm. Jawohl. Perfekt. Das erste Schild hat eine komplette Runde hinter sich. Das Rad ist endlich wieder voll funktionsfähig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Dann mal rein in die gute Stube. Mal gucken, was uns hier erwartet. Oh, ach, da kommen wir direkt ins Kloster rein. Ich dachte, es wäre jetzt irgend so eine geheime Höhle. Aber, naja, war ja Seiteneingang, ne? Haha. Naja, hätten wir mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Wir müssen leise sein. Ach, wirklich? Ja, ich schrei doch noch leiser als bisher. Da unten liegt ein Hund. Er bewacht wohl nachts diesen Teil des Klosters. Du hast mich überzeugt. Ich bin mucksmäuschenstill. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Das muss der Innenhof sein, den Thomas beschrieben hat. Demnach befindet sich der Zugang zur geheimen Kammer dort in der westlichen Wand. Und was nun? Wie gehabt. Du rührst dich nicht vom Fleck und ich denk mir was aus. Wie gehabt. Wie der Herr wünschen. Ja, sei meine Sklavin, Kim. Wir haben hier eine Konservendose. Dort unten steht eine Konservendose aus Blech. Ja. Ein bisschen weit weg, würde ich Ach sagen. Achso, wir haben ja hier diese Seilwinde. Holzplatte haben wir. Tornister. Ein Tornister. Sieht wie die Aluminiumdinger aus, die wir bei der Armee hatten. Ja, ja, ja. Was ist denn hier? Ah, Flaschenzug. Lasst mich raten, ich mach einfach mal das Öl auf den Flaschenzug, damit er nicht die so laut ist. Die Seilwinde ist verrostet. Das Öl sollte da helfen. Ach, schau an. So, dann werden wir das auch schon mal los. Ja, jetzt kann ich's mal versuchen. Ja. Versuch du mal. Schön leise. Bringt mir allerdings momentan überhaupt nichts. Dann kannst du gerade wieder runterlassen. Es ist das Risiko nicht wert, den Flaschenzug einfach so wieder nach unten zu lassen. Ach so, also will er uns damit sagen, wir müssen irgendwas runterschicken. Was haben wir denn da?
Natron. Nö. Fähring? Auch nicht. Kleber. Komm, wir kleben irgendwas. Ach, hör da auf. Nö. Finden wir hier noch irgendwas? Hier oben? Ich such mal ab. Das sieht alles. Oh, Schneebrett. In dieser Ecke hat sich jede Menge Schnee angesammelt. Unerreichbar. Ein Problem, mit dem ich in letzter Zeit schon öfter konfrontiert wurde. Ja, und das nicht nur das eine Mal. So weit komme ich damit nicht. Wie? Und wenn ich ihn werfe, wird das den Schnee auch nicht zum Rutschen bringen. Ach so. Das weißt du schon. Und das Natron, wenn wir das da drauf schmeißen? Nö, will er auch nicht. Taschenmesserchen. Nee. Also irgendwie, ja. Ne, von einer Sackgasse in die nächste. Super. Merkwürdig. Keine Ahnung, was in dieser Kiste sein könnte. Ein Kabel führt zu drei Lampen. Aber für einen Generator ist das Ding eindeutig zu klein. Ich komme da im Moment absolut nicht ran. Ja, das ist blöd. Also irgendwas müssen wir da runterschicken. Aber was? Ein stattlicher Dobermann. Eigentlich bin ich ja ein Hundefreund. Aber vor diesem Burschen müssen wir uns in Acht nehmen. Wenn wir zu viel Lärm machen, schlägt er an und hetzt uns die Wachen auf den Hals. Okay. Bum, 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 bum. Ja. Und nu? Und nu? Was nun? Was gibt's denn hier noch? Ey, wir müssen noch irgendwas wieder mit dem Lift schatten. Die Wand an der Westseite des Hofs liegt komplett im Dunkeln. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier diese merkwürdige Kiste mit den Lampen anmachen. Können wir da irgendwas auf den Hund noch werfen? Ich töte keine Tiere, die ich nicht esse. Außerdem bin ich ein miserabler Messerwerfer. Ach, du bist doch doof. Was ist denn mit der Holzplatte? Eine lange Holzplatte, die wohl als provisorischer Tisch dienen soll. Allerdings liegt sie auf der einen Seite komplett hohl. Ja, komplett hohl. So wie ich momentan. Bin auch komplett hohl, weil ich hier überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Ach, Leute. Es geht wieder los. Scheiße. Ich drück einfach nochmal Space und benutze die offizielle Hilfestellung. Ach Gott. Die Hundehütte. Den Boden. Der Boden des Innenhofs befindet sich gute 3 Meter unter uns. Gut. Die Hundehütte des Hundes. Also müssen wir irgendwie den Schnee da runter schaffen. Ja, das, ich weiß zwar noch nicht wie. Dann haben wir hier Schatten und nochmal Lampe. Die Lampen sind aus. Von ihnen führt ein Kabel zu einer Kiste. Und das ist auch schon alles, was ich darüber sagen kann. Aha. Mit diesem Flaschenzug werden Kisten oder sonstige Lasten angehoben. Ja, dann heb doch mal die Kiste hier an. Also ich kapier's irgendwie nicht. Es ist das Risiko nicht wert, den Flaschenzug einfach so wieder nach unten zu lassen. Ich kapiere es irgendwie nicht. Müssen wir doch da hinten noch irgendwas machen. Ja, jetzt sieht mir alles, Was gibt's denn hier noch? Nee, wir haben doch hier alles. Also irgendwie. Vielleicht hier an dieser komischen Gebetsmühle? Ach, guck mal. Grundsätzlich kann ich die Schändung religiösen Kulturguts natürlich nicht gutheißen. Aber in besonderen Situationen sollte man seine Prinzipien überdenken. Vielleicht brauche ich dieses Ding ja später mal. Ja, eben. Ja, und auf einmal, Oh! Ach, magnetisch. Potzblitz, was war das denn? Die Gebetsmühle hat anscheinend eine starke magnetische Wirkung. Aber der verdammte Zelthering ist doch aus Aluminium und dürfte eigentlich nicht von einem Magneten angezogen werden. Dann nimm einfach mal mit, das Ding, da. Da haben wir schon mal einen schönen Magnet für unseren, So, geschafft. Hab sie. Flaschenzug hier im nächsten Raum. Schau mal einer an. Merkwürdig. Die metallische Oberfläche der Gebetsmühle ist trotz der Eiseskälte handwarm. Außerdem zieht sie auch andere Metalle als Eisen, Nickel oder Kobalt an. Sie kann also kein gewöhnlicher Magnet sein. Gut, hängen wir an den Flaschenzug? Na gut, ich hänge die Gebetsmühle an den Haken des Flaschenzugs. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Ja, schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, ab dann damit. Lassen wir uns mal überraschen, ob die magnetische Gebetsmühle irgendwas Brauchbares an Land zieht.
Zum Beispiel eine Konserve oder was da unten stand. Konservendose. Haha, das klappt. So, du Dose. Fleischsülze in der Dose. Wie lecker. Ja, das ist doch schon mal gut. Da der Büchsenöffner erst lange nach der Konservendose erfunden wurde, hat man die Dinger früher genau so und nicht anders aufgemacht. Ah ja. Er kennt sich aus. Fleischsülze mit Hund. Ich bin mir sicher, dass der Hund das Zeug mag. Aber wenn ich ihn damit füttere, will ich auch was davon haben. Allerdings sehe ich meinen Vorteil bei der Aktion hierbei noch nicht. Okay. Ja. Blöd. Ah! Das weiche Zeug macht kaum Krach, wenn ich es auf die Holzplatte werfe. Also können wir es gern versuchen und schauen, was passiert. Weil Hund geht auf Holzplatte, schmeißt hier Tornister um. Und vielleicht landet er so gut. Ja, genau. Großartig. Genau, dass wir hier mit dem Ding wieder drankommen. Gut. Mal sehen, ob sich mit der magnetischen Gebetsmühle noch was angeln lässt. Ja, dann gehen wir nochmal hier, ne? Mal kurz angeln. Schwuppuppuppuppupp. Und da haben wir sie schon. Ja, und Kim macht sich natürlich die ganze Zeit auch sehr nützlich. Ich bin nach wie vor von dieser Gebetsmühle fasziniert und stecke sie für alle Fälle auch wieder ein. Tornister, da machen wir doch mal auf und gucken, was da drin ist. Mal schauen, was in dem Tornister ist. Gasmaske, Feldflasche, Kompass und eine Taschenlampe. Wahnsinn, was da alles reingeht. Ja, unglaublich. Ja, die Gasmaske brauchen wir wahrscheinlich hier hinten für die Gasgranaten irgendwie. Was ist denn hier mit der Lampe? Können wir die benutzen mit dem Schatten? Tatsache. Es klappt. Das schwache Licht bringt bei der Entfernung nichts. Okay. Im Deckel des Kompasses befindet sich ein herausklappbares Vergrößerungsglas. Ach, schau an. Haben wir das jetzt? Ja, dann nimm das doch mal raus. Mit der Lampe. Ein Taschenlampenkompass? Ja. Die Lupe könnte zumindest das zerbrochene Schutzglas ersetzen. Außerdem würde dadurch das schwache Licht gebündelt werden. Eben. Vielleicht gar nicht so übel. Aber wie soll ich die Lupe an der Taschenlampe befestigen? Ich ahne was. Ja. Mit Kleber natürlich. Ich verteile etwas Kleber um das zerbrochene Schutzglas der Taschenlampe. Also, dass das zerbrochen war, das habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Aber wir kleben einfach mal hier diese Lupe drauf. So lässt sich der aufklappbare Kompass wunderbar an die Taschenlampe kleben. Und mit Hilfe der Lupe wird das schwache und gestreute Licht nun zu einem hellen, scharfen Punkt gebündelt. Sehr gut. Wir spielen ein wenig MacGyver hier. Und ja, dann säbeln wir mal das Schneebett hier ab. Nö, das geht gar nicht. Nochmal Schatten. Nö. Der Lichtpunkt durchdringt zwar die Dunkelheit unter dem Dach, aber erkennen kann ich auf die Entfernung trotzdem nichts. Okay. Dem Geruch nach befindet sich Früchtetee in der Flasche. Ich probiere mal einen Schluck. Na, nimmst du auch alles in den Mund. Bäh, das ist extrem saurer Früchtetee. Wird wohl Bier sein. Ja, die Feldflasche. Was machen wir mit der Feldflasche jetzt? Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hab sowas von keine Ahnung. Ach, guck mal. Ich glaub kaum, dass die Flasche oder ihr Inhalt das Schneebrett zum Abrutschen bringen wird. Ja, aber hier mit dieser super tollen Lupe, da können wir das so wegschmelzen, oder? Hab ich zumindest so gedacht. Der Hund hält den zitternden Lichtpunkt wohl für irgendein Insekt. Ich locke ihn mal ins Innere der Hütte. Ja, per Zufall mal hingeklickt. So ist's. Wunderbar. Brav. Und bleib schön drin. Genau. Können wir jetzt den Schnee da wegäumeln? Nö. Auch nicht. Aha. Die Gasmaske sieht funktionstüchtig aus. Die Dichtungen und der Atemschutzfilter scheinen in bestem Zustand zu sein. Sollte ich mir jetzt etwa eine Granate da hinten irgendwie schnappen, wo ich noch nicht genau weiß wie, und dann das Schneebrett hier zum Einsturz bringen? Ich guck einfach mal. Gasmaske mit Granate. Nee, das macht er nicht. Feldflasche mit Stolperdraht. Oder Granate. Nee, auch nicht. Natron in die Feldflasche. In ausweglosen Situationen sollte man experimentierfreudig sein. Oh! Na schön. Potztausend.
Was für eine heftige Reaktion. Das Natron löst sich zischend und sprudelnd im Tee auf. Hier auf dem Päckchen steht, nicht mit Säuren in Kontakt bringen. Oh, was hab ich denn da? Nun ja, Fruchtsäure ist eben auch eine Säure. Das kommt davon, wenn man die Gebrauchsanleitung nicht vorher liest. Moment, was hab ich denn da jetzt bekommen? Flaschendeckel? Aha. Ich schraub den Deckel vorerst noch nicht zu fest auf die Flasche. Sie würde mir sonst in Kürze um die Ohren fliegen, wenn das entstehende Gas nicht mehr entweichen kann. Ja, das wollte ich eigentlich auch so haben. Hab ich jetzt quasi hier eine schöne Bombe mir gebaut und kann die hinwerfen. Wenn ich die Flasche fest verschließe und in den tiefen Schnee werfe, wird sie dort relativ geräuscharm explodieren und das Schneebrett elegant nach unten rutschen lassen. Ja, das wollen wir doch. Der Schnee blockiert den Eingang der Hundehütte und der Köter ist gefangen. Klingt gut. Probieren wir es. Ja. Oh Leute, das sind wenigstens mal Rätsel, die ich raffe. So halbwegs. Boom. Ja, Wauzi, das war's wohl. Und wieder mal hat's Fenton geschafft. Der Hund ist eingesperrt und der Weg nach unten frei. Ja, nur wie kommen mir wir runter? Mir fällt nichts mehr ein, um meiner Bewunderung noch deutlicher Ausdruck zu verleihen. Dann folge mir andächtig. Ja, da würde mir schon mal seinen Fallen geben. So, wir sind aber hier, FSK 12, ne? Möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Wir kraxeln uns hier runter. So, der Kimmer unter dem Mantel geguckt. Und dann gehen wir nochmal an diese merkwürdige Box hier. Die gucken wir uns nochmal an. Keine Ahnung, was in dieser Kiste sein könnte. Ja, das hatten wir schon. Geht auch einfach mal hin. So, Minispiel oder was? Echte Abenteurer lieben Tatsache. Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieses Rätsels versuchen. Trauen Sie sich das zu? Ja, Logo. Der Kasten ist eine riesige Batterie. Beeindruckende Scheiße. Ausrüstung. Aber was zur Hölle ist das denn? Der schlimmste Kabelsalat, den ich je gesehen habe. Na schön, wenn man die Akkuzellen korrekt mit den Kabeln verbindet, müsste die Batterie wieder einsatzfähig sein. Ja, wunderbar. Ich bin wieder 5 Jahre alt und verfolge hier Kabel, die irgendwo lang gehen. So, mit modernsten technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel dem Mauszeiger, sollte mir das gelingen. Wir fahren hier einfach mal weiter lang. Ich hoffe, ich bin noch richtig. Oh, wo haben wir denn angefangen? Scheiße, ich habe vergessen, wo ich angefangen habe. Gut. Ganz unten, ne? Wohin damit? Hier unten. Okay. Ja, zweite von unten. Oh, wo geht's denn jetzt weiter? Warte mal. Spaghettis, Nudelsalat hier. Ist das dasselbe? Ich hoffe es einfach mal. Der liegt schon direkt davor. Oh Gott. Ob das alles so stimmt? Dann werden wir gleich. Oh, wo geht's denn hier weiter? Hier unten da. Dürfte das sein? Und jetzt komme ich gleich auf der linken Seite wieder raus. Warte mal ab. Das wäre es jetzt natürlich. Ach, was ein Mist. Ja. Aha. Der hier müsste es sein. Oh Gott. Wo geht's denn hier weiter? Das hier, könnte es sein? Bin ich noch auf der richtigen Fährte? Ach du Kacke. Und jetzt geht's einmal wieder retour. Lalala. Und ist er das hier? Könnte er das sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, und jetzt ist ja eigentlich schon noch eine gesunde 50-50-Chance. Wenn ich denn alles richtig gemacht hätte. Wovon ich einfach mal ausgehe. So, ich fahre hier die Bahn. Ach du Kacke. Ja, da sehe ich jetzt überhaupt. Ach, hier. Blöd hammel ich. Ja, und hier, welcher ist das jetzt? Der hier oder was? Nicht, dass mir meine Optik da etwa einen Streich spielen mag. Aha. Oh Gott, welche ist denn das, der da jetzt raus weitergeht?
Scheiße, welcher ist denn das? Ist es der? Nee, der ist es nicht. Der hier? Ach du Kacke! Oh Leute, Leute, ey. Ich weiß nicht, ob ich bin richtig. Also auf jeden Fall, ich glaube, diese Bahn hier, die kommt mir noch nicht so bekannt vor. Alter, das ist ja... Nee, nee, die hatten wir noch nicht. Das ist ja heftig, ey. Und ja, und hier jetzt? Wo geht's hier jetzt weiter? Etwa hier? Wir kommen echt gleich wieder auf der linken Seite raus, habe ich das Gefühl. Ach du Kacke. Einmal im Kreis gejagt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, da waren wir doch eben, oder? Das haben wir doch eben schon, das Ding. Oder? Mit dem Kreis? Wisst ihr was? Ich probiere es einfach aus, ey. Die oberen zwei sind. Und es war's Licht. Ach, es hat funktioniert. Super. Ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. Ne? Wäre ich auch. Hier muss doch irgendwo der versteckte Eingang sein. Ja, den suchen wir das nächste Mal, liebe Leute. Na gut, westliche Wand, ne? Werden wir schon finden. So versteckt wird das wahrscheinlich nicht sein. Ja gut, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Viel Spaß beim Zocken, wie immer. Und ja, haut rein. Bye, bye.